Für unser heutiges Gericht benötigen wir folgende Hauptzutaten. Drei kleine Birnen, die haben wir jetzt gewaschen und entkernt und halbiert. Eine halbe rote Zwiebel in ganz feine Würfel geschnitten. 1,5 rote Zwiebeln in feine Streifen geschnitten. Etwas französischen Weichkäse, wir haben jetzt hier Camembert verwendet. Etwas frische Petersilie. 5 Esslöffel Preiselbeeren. 9 Esslöffel Weinessig, 5 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel brauner Zucker, 150 Gramm Feldsalat, da haben wir die Stängel entfernt und den Salat gewaschen. Nun wollen wir unser Chutney vorbereiten. Dazu habe ich jetzt hier eine Pfanne und dann gebe ich den braunen Zucker dazu und dann lasse ich den jetzt karamellisieren. Ist der Zucker karamellisiert, geben Sie die Zwiebelstreifen dazu. 4 Esslöffel von dem Weinessig dazugeben. Und 2 Esslöffel Wasser noch dazugeben und dann 10 Minuten köcheln lassen. Nun würzen wir noch mit Salz, Pfeffer und ein wenig Zimt, eine Prise. Nach den 10 Minuten geben wir dann noch die Preiselbeeren dazu und dann lassen Sie das nochmal richtig schön 2-3 Minuten ziehen. Nun geht es weiter mit unseren Birnen, die legen wir hier auf ein Backblech. Nun verteilen wir unser Zwiebelchutney auf den Birnen. Nun belegen wir die Birnen mit dem Camembert. Die Birnen wandern jetzt bei 180 Grad in den Ofen für ca. 8 bis 12 Minuten und werden schön überbacken. Nun wollen wir unsere Vinaigrette vorbereiten für den Salat. Dafür gebe ich jetzt den restlichen Essig dazu, also den Weinessig. Dann kommt das Olivenöl dazu, 2 Teelöffel Honig. Dann geben wir die Zwiebelwürfel noch dazu, die frische Petersilie und würzen es noch mit Salz und ein wenig Pfeffer. Nun verrühren wir das Ganze. Nun richten wir unser Gericht an. Dafür gebe ich ein bisschen Feldsalat auf einen Teller, beträufeln das Ganze mit unserer Vinaigrette und nun geben wir noch unsere überbackene Birne hier oben auf den Salat.